server system sound board is activated and ready for the drive. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Simulator 2015. Guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste. Aufgrund einer Gleichsperrung wird sich unsere Abfahrt um wenige Minuten verzögern. Wir werden aber auf jeden Fall versuchen, im Streckenverlauf die Verspätung aufzuholen, damit Sie Ihre Anschlusszüge erreichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen dann eine angenehme Fahrt. Ja, und wir hören schon, wir fahren mit Fährsystem von Berlin Flughafen zum Hauptbahnhof Berlin. Und ja. So. Warten jetzt hier noch auf die Ausfahrt. Ja, Fairsystem hat ein Sound-Update für den Talent 2, für die Hamsterbacke, rausgegeben. Das ist kostenlos mit im Paket enthalten. Also wir werden vieles Neues hören, was der Zug vorher noch nicht gemacht hat. Ja, ihr wisst jetzt sicherlich schon, was jetzt kommt. Ich werde ohne SIFA und PZB fahren bei der Karre, weil SIFA können wir voll in eine Tonne treten, das wissen wir ja nun. Und PZB ist auf der Strecke und mit dem Zug nicht möglich. Also wir würden nur am laufenden Band eine Zwangsbremsung kassieren und das mache ich nicht. So, jetzt noch ein bisschen meine Kopfhörer runterdrehen von der Lautstärke her. Sonst kriege ich hier Kopfschmerzen. Ja. Das Paket kommt mit zwei Szenarien. Einmal mit dem RE9 zum Hauptbahnhof Berlin und mit dem Sondereinsatz. Oder Sonderzugeinsatz. Wo ein Talent 2 liegen geblieben ist und ihr müsst dann aufs Gegengleis diesen abholen. So, jetzt machen wir hier Kalusche zu. Jetzt hören wir. Zack, jetzt sind die Trittbretter reingefahren. Jetzt können wir loslegen. Ja, zu den Anforderungen, was ihr in dem für das Szenario braucht. Und zwar erstmal die Strecke Berlin-Wittenberg, erhältlich bei Aerosoft, ganz klar. Dann das Update von Virtual Tracks für Berlin-Wittenberg 1.26 sowie TTB Berlin-Wittenberg Version 1.1 ist erhältlich bei Train Team Berlin und ja, den Talent 2 erhält ihr bei Steam. Das ganze Szenario kostet bei Fairsystem 5,95 €. Wie gesagt, mit enthalten sind diese beiden Szenarien. Sowie der Sound-Update ist kostenlos dabei. Das behaltet ihr auch immer. Also das ist jetzt nicht nur in dem Szenario so, sondern das ist allgemein so. Egal welche Szenario gefahren werden mit dem Talent 2, dort besitzt er dann das Sound-Update. Und das finde ich ja wohl astrein. So. Ja, Ansagen sind auch mit dabei vom Sprachspeicher. Das macht noch der Mozart, ja, für Fairsystem. Demnächst werden wir da auch was ganz Neues erleben. Und zwar, ja, Fairsystem hat es Tatsache geschafft und bekommt den Ingo Ruf als Sprecher. Entschuldigung.
den Ingo Ruf. Wer den nicht kennt, der hat was verpasst. Nein, Spaß beiseite. Ingo Ruf ist die Originalstimme der Deutschen Bahn. Ja, so heißt der gute Mann, der macht das. Und den hat Fair System jetzt für die Ansagen engagiert, wenn man es so nennen möchte. Und das ist auf jeden Fall eine astreine Sache, worauf ich mich schon tierisch drauf freue. Weil ich höre den seine Stimme so gerne. Die klingt einfach so, ach, die hat was. Ne? Mozart kommt dem natürlich sehr nah, muss man auch sagen. Also man hört da fast, ja, einen kleinen Unterschied hört man, aber ganz schön gering. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie auch im Namen von DB Regio im Regional Express 18297 der Linie RD9 auf der Fahrt vom Flughafen Berlin BWI nach Berlin Hauptbahnhof über Berlin Südkreuz. Mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Die kurze Verspätung bemühen wir uns aufzuholen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste fahrplanmäßige Halt dieses Zuges ist Großbeeren. Jo. Auch wieder echt klasse von Fair System hier die Uhrzeit ausgewählt. Ja, wir fahren hier schön der Sonne entgegen. Ah, kommt ein Kollege entgegen. Ja, und ansonsten das Szenario, was bringt es noch mit sich? Eigentlich den normalen, gewohnten Fair System Standardqualität, die wir ja nun kennen. Eine Menge KI-Verkehr hier unterwegs. Digital gemasterte Ansagen. Also eigentlich so wie wir Fair System bisher kennen, kommt es hier natürlich wieder mit. Das Szenario hier dauert eine halbe Stunde. Das andere Szenario mit dem Sonderzug bzw. mit dem Ersatzzug, das dauert eine Stunde, genau, und das hier eine halbe Stunde und das andere eine Stunde, circa, plus minus 5 Minuten, kommt ja eben auf den Fahrer drauf an, immer ein Güterzug. Kilometer jetzt noch bis Großbeeren. Achso, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, quietschend oder schreiend, bitte ich natürlich um Entschuldigung. Punkt A ist, unser Meerschweinchen ist immer noch krank und hat eine dicke, fette Wunde und ja, kratzt sich natürlich da andauernd und deswegen quietscht es manchmal. Und für das Schreien, ja, was soll ich sagen, Nachbarn kann man sich leider nicht aussuchen. Habe jetzt eine neue Nachbarin bekommen und, oh Leute, es ist, eigentlich wollte ich das Let's Play schon eine Woche vorher machen. Aber ich habe mir irgendwo immer gedacht, ah Mensch, das kannst du auch nicht bringen, da irgendwelche schreienden Stimmen im Hintergrund. Das ist ja auch irgendwo Mist. Aber mittlerweile, mir bleibt leider nichts anderes übrig, weil schreit andauernd rum. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. Wenn man es nicht hört, ist gut. Und wenn doch, dann wisst ihr Bescheid. Bremsen wir schön hier runter auf 120. Zappitz. Ja, ich wollte noch was ganz Wichtiges loswerden. Und zwar, ihr, der eine oder andere hat es ja sicherlich mitbekommen. Ich bin jetzt auch momentan sehr involviert.
in Streckenbau und habe auch in den letzten Zeiten vielleicht ein bisschen, ja, mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich doch dachte, es wäre ziemlich einfach, aber es gehört schon eine Menge dazu. Und ja, ich hatte ja eigentlich geplant, Westerland-Hamburg zu bauen. Die Strecke war auch schon im Bauphase, also es lagen schon Schienen bis Niebüll, bis ich da mitgekriegt habe, dass das Projekt jemand anderes übernommen hat. Ich habe daraufhin mich dort gemeldet und gefragt, ob wir da nicht gemeinsame Sache machen können. Ja, die haben es abgelehnt, einfach, ja, weil ihre Gründe hatten, ja. Ob man die jetzt nachvollziehen kann oder nicht, das ist jetzt zweitrangig. Aber da ich unbedingt in diese Materie eintauchen möchte und mir das wirklich Spaß macht, kann ich euch sagen, wird es auf jeden Fall irgendwann eine Strecke von mir geben. Ich kann nur noch nicht sagen, wann. Es ist eine ziemlich große Strecke, eine ziemlich lange Strecke, sind zwei Strecken. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ich möchte jetzt keinen Ort oder so nennen, weil nicht, dass irgendjemand wieder auf die Idee kommt, oh ja, ich könnte ja die und die Strecke bauen. Ist ja egal, ob der Stefan das jetzt schon macht oder nicht. Ja, darauf habe ich nämlich keine Lust. Deswegen werde ich da jetzt so noch meine Klappe drüber halten. Aber ich kann euch sagen, es sind einmal 100 Kilometer oder über 100 Kilometer. Und mit dem Bank im Bahnhof teilt sich dann nochmal die Strecke in nochmal 100 Kilometer. Also da kann man schon einiges fahren. Hauptzugpunkt, also Züge werden hauptsächlich sein 648, 628 und 218er mit TTB-Material, ja. Vielleicht mal gucken, auch ein, zwei Szenarien dabei mit Wittenberger Steuerwagen zum Fahren. Das ist immer so eine Sache mit Ansagen und so, ne? Der ist ziemlich laut. Da werden wahrscheinlich wohl die Ansagen untergehen. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen, dass das nicht in Vergessenheit bei mir geraten ist. Ist ja auch immer ein bisschen blöd, wenn ich da Sachen sage und dann passieren sie doch nicht. So, 80. Ja, wir haben auch eben gerade gehört, das Sound-Update hat auch auf das Makrofon zugegriffen. Ja, das heißt also, wir haben jetzt hier eine bessere Qualität vom Makrofon. Früher, oder was heißt früher, DTG-Version hört sich da ja so ein bisschen so an. Ja, und hier, da haben wir einen schönen einen Klang. Nächste Station, Großbeeren. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ja, das war der Mozart, ne? Und wir hören es. Es hört sich wirklich fast der Realität nah an. Aber mit dem Ingo hat Ferseste wirklich, ja, wie kann man das sagen? Die goldenen Eier gefunden, ja. Ich möchte mich jetzt hier nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen oder so, aber das ist dann doch schon eine Sache, die ja definitiv einer der besten, brillantesten entwickelten Ideen ist, die wir überhaupt haben. Ja. Das muss man einfach jetzt mal so sagen. Ja, ich möchte hier natürlich unparteiisch bleiben. Muss ich auch, ja. Oh, ich laber einfach zu viel. Ach, komm, halt doch an. Och, nö, och, Mann. Naja, lass mal noch gelten.
Ja, und von daher, also das ist schon echt ein Wahnsinnsding, was da geschossen wurde. So. Muss ich kurz ein bisschen was trinken. Ja. Ist ja ziemlich warm draußen. Und noch was anderes nebenbei machen. Jetzt haben wir natürlich Abfahrt. Na komm. So. Ab geht die Post. Ja, bevor mir irgendwer Vorwürfe macht, ich habe versucht, das Szenario mit PZB zu fahren, ja, aber, ja, angesichts dessen, dass es wirklich zu mehreren Komplikationen gekommen ist, habe ich davon abgesehen. Jetzt müssen wir hier aber Kette geben, hopp, hopp. Habe ich natürlich das gemacht, was man eigentlich in einem Let's Play nicht machen soll. Ja. Meine Damen und Herren, es gibt eine gute Nachricht. Wir haben unsere Verspätung fast aufgeholt. Somit wünsche ich Ihnen weiterhin eine angenehme Fahrt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das wage ich zu bezweifeln, dass wir unsere Fahrzeit aufgeholt haben. Ich hänge, glaube ich, ein bisschen hinterher. Aber das Gute ist, es ist ein freies Szenario, also ein Szenario ohne Fahrplan. Das wiederum bedeutet, wir haben nicht so viel Stress. Oh, da hat eben gerade was geblinkt, ne? Da sollte ich mal abbremsen. Nächste Station, Teltow. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ich glaube 80 waren das hier. Na perfekt, 80, genau. Diesmal versuche ich natürlich jetzt richtig an der Bahnsteigkante anzuhalten. Ich hoffe, es gelingt mir. Aber das schaut gut aus. Hat er im Griff, der Stefan. Hat er im Griff hier. Zack. So. Puh. Oh ne, es ist wirklich warm. Ich kann euch ja mal so sagen, ich habe jetzt hier gerade in dem Raum, ich habe hier so ein kleines Gebüffchen, ja, wo der PC steht und es sind hier 29,9 Grad, das sagt jedenfalls der Wecker. Und es ist schon echt warm. Ölst wie Sau. Obwohl man hier schon im modernen Triebwagen sitzt hier, ja, mit Klimaanlage und hat man nicht gesehen. Funzel anmachen. Wollen ja auch sehen, wo wir hinfahren.
Ja, ich werde natürlich auch Videos hochladen, wo ihr ein bisschen gucken könnt, wie ich die Strecke baue, ja, dass ihr auf jeden Fall seht, dass da was passiert. Muss mal gucken, wie ich das hinkriege alles. Aber das machen wir auf jeden Fall. Ich denke mal wohl, da wird die Tage auf jeden Fall schon das erste Video hochkommen. So, hier auf der linken Seite stößt jetzt die Berliner S-Bahn zu uns. Nächste Station, Berlin-Lichterfelde Ost. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Da ist ja schon der Bahnhof. Aber das kriegen wir hin. Oh. Alter Schwede. Da ist mir eben gerade echt der Stift flöten gegangen. Ja. Dachte schon, wir rauschen jetzt hier durch. Aber ich meine, hey, wenn das ein ICE darf, ja, in Wolfsburg, dann dürfen wir das hier auch. Da ist ja jetzt schon wieder ein ICE durchgefahren in Wolfsburg, ja. Das kriegen sie auch nicht gedeckelt mit der Ebola. Ich glaube, dem Lokführer, dem wird auch erstmal ein dummes Gesicht entgehen, ja. Wenn du da so fährst mit 200 oder 160 und dann auf einmal, oh, da war Wolfsburg. Ups. Hoppla. So, jetzt geht's weiter.
Nächste Station, Berlin-Südkreuz. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Ups. Unkonzentriert am Arbeitsplatz. Unkonzentriert. Aber gut. Aber sehr gut angehalten, muss man doch sagen. Ja. Das hat jetzt keiner gesehen. Station Berlin-Potsdamer Platz. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn sowie zur U-Bahn. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Oh, hier oben mit der S-Bahn. Das ist ja cool. Das sah ja eben gerade echt cool aus. Wir fahren drunter und sie fährt drüber.
Hatten wir auch an unserem vorletzten Bahnhof. Dann haben wir es auch fast geschafft. Ist jetzt nur ein Bahnhof. Und ja. So, weiter geht's. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So, ja, wir lassen jetzt noch die Fahrgäste aussteigen, dann ist das Szenario beendet. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann bitte ich euch natürlich ein Däumchen nach oben, hilft mir sehr, zeigt mir, dass ich immer noch auf dem richtigen Wege bin und ja. Mal noch mal kurz. So, Szenario abgeschlossen, gut gemacht. Jawohl. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen und bis demnächst. Cheerio.